Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Doomsday gegen 8cast. Doomsday in der letzten Season, sage ich mal, ein Tier-1-Deck. Ja. 8cast schon länger kein Tier-1-Deck mehr, jetzt wieder Tier-1-Deck. Ja, so in der Richtung. Also jetzt durch den Delver-Bann ist, glaube ich, sogar auf zweiten Platz von den Prozenten aktuell. Das kann sogar sein. Also Stand jetzt Aufnahme, ja. Keine Ahnung, Ostern. Ja, mega, mega interessantes Deck. Super viele Artefakte, die halt into große, dicke Kappas und anderen Kram. Ganz viel Zeug und genau. Da wird ganz viel dahin gerotzt. Genau, das ist so, hier ist meine Hand. Auf der anderen Seite Doomsday, ich glaube hier mit einem Weißsplash. Das ist Doomsday Crossover Storm. Yo, stimmt, das war das mit dem... mit dem Nicol Bolas Zitadelle. Genau, ich knack einfach mal genug Kombos in mein Deck und hoffe, dass irgendeine gewinnt. Genau, funktioniert auch manchmal ganz gut. Die Bubble zeigt einen Ponder. Ponder, das ist okay. Ja. Würde vermutlich sowieso so sein, dass der Doomsday-Spieler mit Ponder anfängt. Double Crack. Was hat der? Ein Fortsies? Ah, ja. Ist ja wieder dieser krule Haufen, den wir hier immer zu Hause haben. Ja, es ist dieses Verwirren des Gegners durch möglichst viele Artworks. Ja. Hier gibt man Fetchen. Honda? Auf I guess? Hier sind die Duels aber noch nicht mit den Alterssleeves. Und die Petals auch nicht. Also er hatte jetzt Duels, Petals und LEDs in Alterssleeves. Ah, nee, die Duels waren gealtert, so. Ja, nur zum Teil. Ja. Das ist das Forzies, richtig? Oder ist ein Forzies? Das ist Force of Will, ein zweites Otawara. Otawara. Ein Thought Monitor. Boah, da würde ich fast schon den Thought Monitor wegnehmen, glaube ich, oder? Boah, ja, für den Redraw. Einmal für den Redraw. Eins, zwei. Ja, du hast halt jetzt kein drittes Artefakt mehr. Das ist ein bisschen kacke. Ja, aber der Sai ist halt echt stark. Also wenn man jetzt mit Angel Doom into Sai dann anfängt, da was zu machen, dann ja, ein Artefakt trippt, das Land droppt, hat man 2, 4, 6 Artefakte, dann hat man sogar den Thoughtman. Das wäre schon stark, das ist stark. Das muss weg. Das ist ein Chalice. Das ist wiederum spicy. Dann nimmst du die Chalice auf 1. Ja. Chalice auf 1 setzt... Doomsday ein bisschen unter Druck, aber auch nicht so krass, glaube ich. Ja, nimmt halt viele Cantrips mit und er muss Natural 3 Mana zahlen. Ja, stimmt. Das halt, und der Storm Parsus wird dadurch auch nicht besser. Ja, natürlich. Da schon ziemlich gut. 1, 2, 3, 4. Ja. Da macht man jetzt nicht so viel. Go. Ja. Auch halt irgendwie ein Artefakt von den Tops. Ein Artefaktland wäre halt der Wahnsinn. Artefaktland, Ursa's Saga ist auch geil. Boah, das stimmt. Dark Neponder, Jealous, gecountert. Oh, man hat kein leichtes Land, oder was? Das ist bitter. Und viele Rits auf der Hand, habe ich gerade gesehen. Boah, das ist natürlich, da war die Jealous dann natürlich richtig krass. Das war eklig. Oh, shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mana für ein Chaos-Monitor. Jawohl. Ja, 7. Ja. Spielt man den, zieht 2 Karten. 1. Petal und. Petal Bubble. Spielt Bubble. Man Petal Bubble. Ja, ist die Folge, was man noch hat. Ich hab die andere Randkarte bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, Bubble. Man muss die Petal ja noch nicht mal spielen, glaube ich. Nö, würde ich auch glauben. Jo, dann. Die kann man noch machen. Crack für deine Karte sehen. Wieder ein Panda. Nee, das ist ja schon weg. Ja. Das ist ein Edge of Autumn. Ja, das ist das Interessante. Der Nachteil tatsächlich an dem, wie der Doomsday-Spieler hier sein Deck aufgebaut hat, ist ja zum Beispiel, wenn du einen Ponder gesehen hast, übrigens noch ein Dark Red, wenn du einen Ponder gesehen hast und dann ein anderes Ponder aufdeckst, weißt du, er hat zwei Ponder auf der Hand. Im Vergleich halt zu einem normalen, man spielt viermal dasselbe Artwork, wo man dann halt nicht weiß, ob es dasselbe Ponder auf der Hand ist. Hm. Also, diese Strategie hat nicht nur Vorteile, sie bringt auch Nachteil-Percentages mit. Ebenfalls natürlich eine Menge Gedanken, Sachen, die man machen muss, weil man muss sich wirklich daran erinnern, welches Ponder der Gegner gesehen hat, welches Dark Red hat der Gegner hier gesehen, welches ich als erstes spiele und so weiter und so fort. Das ist schon eine Menge Gedanken, gut, was dabei ist. Da hat 8cast wieder das gemacht, was er am besten kann, sich die Hand vollziehen.
Ja, das ist ein Artifact Land. Artifact Land, das wurde eben schon gespielt. Ja. Die Saga. Saga. Petal immer noch. Ja, das ist, glaube ich, Petal, Mox und irgendwas. Kann das sein, dass wenn hier 5 Mana oder so ist? Ja, hat ja einfach 5 Mana und kann damit Force Hardcast. Ja, stimmt. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall das auf jeden Fall behalten. Uff. Da ist halt nicht viel im Endlich ein Land. Darkrid. Dungo. Eieiei. Ja, das, yeah, das ist. Ach, vor allem, so langsam sicher müsste du halt irgendwie vorankommen. So, Eightcast hat halt echt keine Power gerade. Machst du die Chalice auf 2? Ja. Ich würde die wahrscheinlich auf 2 machen. Alleine deshalb, dass wir. Bye. Du forst den Oracle Pile mit einem Landdrop zu machen. Ja. Könntest du auch auf die Chalice auf 3 machen. Oder redundant auf 1. Ja. Chalice auf 3 würde Doomsday abschalten. Redundant auf 1 würde halt dabei, dass man. Vor allem, weil du mit Redundant auf 1 auch noch einen Dude bauen darfst. Ja, stimmt. Und der Dude haut dann halt endlich mal zu. Hm. Weil der Dude haut halt für 6, 7, 8. Dann ist in 2 Runden Feierabend. Ja. Anstatt so ein. Loh. Das gute alte Orakel. Do nothing. Uff. Das hat auch noch, wenn man nicht gewinnt, darf man 2 Karten angucken. Also so viele, wie man Devotion hat. Eine davon oben drauflegen. Und, also man kann oben eine drauflegen, der Rest geht runter. Oder irgend sowas. Ja, irgendwie sowas. Das trifft es ganz gut. Wunderhübsche Token. Yes, da kommt der Dude. Da kommt das Dude. Das Dude enttappt. Und da, wird neu sortiert. Draw. Das ist ein Force. Das ist nicht schlecht. 3 auf 3. Den Trigger. Oh, nimmt man jetzt blaue Mana? Ja. Ja, du kannst so, je nachdem, was du halt nachkaufst. Also du willst wahrscheinlich eh nichts hinterherlegen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, was holst du? Kannst theoretisch. Shadow Spear. Ja. Ist halt die einfachste Version, weil du weißt, dass der auch Storm spielt. Oder was auch lustig ist, du könntest eine Laterne holen, dann dürfte er nicht blocken. Ja. Weil er ja von den Orakeln irgendwie zwischen 1 und 2 spielt. Ja, ja. Und wenn er nun ein Orakel-Pile ist, ja, dann darf er nicht blocken. Stimmt, weil dann ist das Orakel weg. Ja. In dem Fall ist es ja so, dass das Doomsday hier auch mit Storm spielt. Deshalb ist es nochmal was anderes. Uiuiui. Aber im Großen und Ganzen witzige Lines, die du machen kannst. Wirklich witzige Lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9er Construct. Ja, da wird auch gerade einfach nur geschoben. Der hat ja gar keine Karten. Also gar keine Levels. Chalice hat ihn hart rausgenommen. Chalice seit 2004 oder so ein gutes Ding im Legacy. Ja, seit Merodin, ne? Yep, erstes Merodin. Gute Karte in Legacy. Boah, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Sideboarding. Force of Negation. Bei Eightcast. Ja, stimmt, du hast Force of Negation an. Ich glaube, sonst gibt's nichts. Wenn da nicht ein Mainboard war, die Lantern. Jo. Ansonsten. Flusterstorm? Flusterstorm ist auf dem Sideboard. Okay, das kann man machen. Doomsday hier wahrscheinlich mit ein bisschen Artefakt-Removal. Bounce alle Artefakte oder sowas. Ja, ja, oder ja, irgendwie sowas. Oder ja, doch mit Arcus Recall. Ganz gute Karte im Blau. Echoing Truth hat man auch gesehen. Könnte auch mit reinkommen. Das ist halt ist manchmal so räudig bei Edcast mit dem Boarden. Du musst halt einfach von irgendwas, von jedem etwas rausnehmen. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Prinzipiell würdest du sagen, Edcast ist favored oder Doomsday ist favored? Oh, eine normale Doomsday-Liste wäre, glaube ich, favored. Dadurch, dass die so mixed ist. Boah. Denk mal, Fun-Faktor. F steht für Fun. Ja. Das F in Doomsday steht für Fun. Oder das F in Ferret. Mhm. Dann gucken wir mal. Ui, ist ein LED. Ein Kabalritt. Boah. Das ist nicht viel. Da ist eine Bubble, schon wieder ein Ottawa. Water Saga. Ja, und irgendwelche Old Border Artefakte in Blau. So. Das. Fetch. Fetch. Auf Duel. Eightcast ohne Wastelands, richtig? Ja.
spielt tatsächlich nur zwei Inseln, zwei Untawara und ansonsten vier Seeds, vier Sagas, vier Enchantums. Ja. Das ist ein Brainstorm. Der mit dem Samurai. Yes. Das ist ein Land, was uns oben nach oben genommen hat. Das ist eigentlich ein Brainstorm. Der muss nicht wie ein Panda resolved werden eigentlich. Ein Konobar. Ja, aber er hat, glaube ich, jetzt keine Karte von 50 Hand genommen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird jetzt gleich auch realisiert. Ja, ja, jetzt wird es nämlich realisiert, weil eine Karte fehlt. Oh no. Card Counting! Oh no, oh, no. Gutes Card Counting. 5, 6, 7. Ja, ja, und dann. Ja. Gut, ob wir alle Card Counting können. Hatten yes. wir jetzt neulich. Ja, das ist der Vorteil, wenn man als Judge unterwegs ist und dann weiß, was passiert. Karte lässt man drauf und legt man nur eine Karte zurück und dann gibt man Gas. Ist tatsächlich eine Technik, die bei den Judges tatsächlich häufig zum Einsatz kommt. Was man auch üben kann, wenn man so ein bisschen als Spieler unterwegs ist. Also Fetchland zum Beispiel ist ein Nuller-Draw. Ja, genau. Also alles, was Brainstorm selbst ist. Auch. Dann haben wir Cypher's Turn ist halt immer strong. Emry. Emry. Was war das letzte? Eine Lantern? Oder Mox? Ist Mox. Das heißt, wir haben Bubble, Mox und irgendwas Blaues. Ich glaube, das war auch ein Land. Ja. Mal gucken. Jetzt darf man sich irgendwas angucken. Schon wieder? Die hat man gerade eben schon gesehen. Ist ein One-Off tatsächlich. Dementsprechend sehr, sehr spannend. Mm. Aber vom Prinzip her kann man mit Doomsday auch relativ früh aufgehen, richtig? Ja, du kannst halt auch einfach mal so Turn 1 oder Turn 2 Wart machen, weil 8-Cast kann maximal countern. Wenn du durchkommst, bist du schon relativ safe und dann machst du halt einen Pile mit dem Oracle, mit dem Carbon of Souls. Und da interagiert Doomsday halt nicht. Also 8-Cast ja, halt nicht. Außer die haben das, oh, wie heißt das nochmal? Das Sublitude? Sublity. Sublity, genau, im Sideboard, da die dir das Oracle quasi vom Stack oben aufs Deck legen und das. Eine Runde. Das kauft, eine Runde kaufen ja. ist halt auch nicht so gut. LED. Das LED. Zwei Mana. Rit. Kabalrit. Macht drei Mana. Sack. Autumn. Autumn. Kein One-Off, wie wir sehen. Ja, Two-Off. Krass. Verschiedene Versionen auch. Dann werden die beiden discarded. Das heißt, man kriegt wahrscheinlich drei blaue, drei rote Mana. Das resolved. Fünf Mana. Was passiert denn da jetzt? Man hat drei blaue Mana, fünf schwarze Mana. Ja. Bolus Citadel. Yes, die wurden Brainstorm draufgelegt. Da ist ein Force. Das ist ein Conceit, oder? Ja. Das ist safe ein Conceit. Ja, 2-0, 8-Cast. Doomsday hat ja alles probiert, aber Force ist halt eine fiese Karte. Force ist halt wirklich eine fiese Karte gegen solche Decks. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.